nicht gesehen, mein Freund. Na, wenn das nicht Worthy ist, der verschlagenste Zwerg in ganz Thedas. Ich bin allein der Wahrheit verpflichtet. Ihr arbeitet doch nicht mehr für Ethanwell, oder? Euer Jahr müsste inzwischen doch schon um sein. So wie es aussieht, gehe ich wohl unter die Entdecker. Davon habe ich gehört. Bartrand ist zwar nicht einfach, aber seine Informationen sind meistens ziemlich gut. Nicht einfach? Das ist leicht untertrieben. Ich sag euch was. Ich habe immer noch meine alten Kontakte. Wenn ihr also jemanden braucht, der für euch Runen herstellt, kann ich das arrangieren. Passt auf euch auf, Hawk. Lasst euch nicht töten. Nee, ich lass mich doch nicht töten. Unbestellen. Schauen wir mal. Wir haben ja mal so gar nichts. Wir haben Silber. Ein Silber. Ja, hallo Franz. Jarek. Ja, die Wachen, die hier ihr eigenes Leben leben. Hier ist nichts. Gut. Ja, der zweite Teil spielt sich halt komplett anders als der erste. Und ich bin mal gespannt, wie sich der dritte spielt. Aber wir gingen jetzt einfach mal da hinten hin. Das ist wahrscheinlich Evelyn, die Stadtwache. Wie kommt... Ja, okay, klingt sehr komisch. Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Aber gehen wir erstmal in diese Festung. Spielen wir uns gerade mit Konare. Wahnsinn blaffen. Ja, das... Das stimmt. So, dann gehen wir mal zu der Wache. Hi. Na, was gibt's so für Aufträge? Evelyn. Hallo, Hawk. Ist das alles? Was? Oh, natürlich. Tut mir leid. Es fühlt sich an, als hätten wir uns gerade noch unterhalten. Ich habe euch im Auge behalten. Informationen sind einer der wenigen Vorzüge dieses Postens. Achtet auf Bartrand. Er ist ein Mistkerl. Ihr habt mich wieder ausspioniert? Wieso wieder? Ich bin ein Ferelden in Kirkwall. Erst ein paar Zähne ausschlagen, dann eine Runde ausgeben. Hier hat's funktioniert. Wachen sind eben manchmal seltsam. Ihr habt einen ganz eigenen Charme, Evelyn. Aber ich bezweifle, dass das auch bei dem Zwerg funktioniert. Wenn ihr feststeckt, holt doch mich dazu. Was ich zu tun bekomme, kann ich auch im Schlaf erledigen. In der Tat hätte ich sogar eine Aufgabe für euch. Lasst es mich wissen, wenn ihr Kirkwall einen Dienst erweisen möchtet. Ansonsten bin ich hier, falls ihr mich braucht. Beim Erbauer. Ich könnte wirklich eine etwas anspruchsvollere Arbeit brauchen. Also gut, Evelyn. Ihr habt also etwas, das die Mühe wert ist. Meine Patrouillen mögen ereignislose Spaziergänge durch die Dunkelheit sein. Aber etwas Großes braut sich zusammen. Und ich hätte Verwendung für euch. Ein Hinterhalt. Wahrscheinlich für eine Karawane. Auch wenn ich keine Lieferungen finde, die dazu passen. Das spielt aber auch keine Rolle. Wenn Wegelagerer jemanden ausrauben wollen, halte ich sie auf. Ob es nun in meinem Bezirk ist oder nicht. Also schön, Evelyn. Ich spiele Wache für euch. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Sie verstecken sich auf dem Sunderhügel. Abgelegen, in der Wildnis. Aber über eine Abkürzung auf dieser Seite können wir Zeit gewinnen. Und nein, ihr könnt euch nicht absetzen und es ohne mich machen. Ich traue euch. Aber ich muss dabei sein. Ihr handelt im Namen der Wache. Im Namen der Wache? Also müssen wir erstmal ein bisschen unsere Attribute skillen. Oder ihre, besser gesagt. Machen wir das mal so. Sie hat ja so Schild, das ist Verteidiger, Waffe und Schild. Wahrnehmung, Immunität, Flankengriffe. Könnte nützlich sein als Tank. So. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Sunderhügel. Die Quest abgeschlossen, eine Freundin bei der Wache. Gruppe sammeln! Ja, der neue Auswahlbildschirm. So, und wir machen uns jetzt mal... ist noch
zum... dahin. Der Schauplatz vom Sonderhügel. So, Vor der Haupttruppe könnte es einige Versprengte geben. Nichts, womit wir nicht fertig würden. Vorsicht! Ja, toll, ist der da weggelaufen. Was soll denn das? So, und das hätten wir geschafft. Definitiv alles looten, umso schneller kommen wir an unsere 50 Sovereigns ran. Ja, das sind eigentlich immer wieder die gleichen Gebiete nach einer Weile. Was ich recht schade finde. So, Feuerball. Müsste nur eingetroffen, war zu fix. So, wir nehmen jetzt einfach die Magierin und laufen mit der vor. Es ist halt einfach praktisch, wenn man direkt einen Feuerball reinwerfen kann. Wenn. Ich muss auf jeden Fall auch nochmal die Musik eben ein Stück leiser machen. Geht gar nicht leise. Okay. Mal gucken, was so YouTube dazu sagt. An sich ist es mir vollkommen egal. So. Wir machen uns jetzt aber weiter hier. Nach, komm schon, du. Du Plünderer, du. So, der Kampf wäre auch vorbei. Ich finde die Gebiete eigentlich echt schick, muss man mal so sagen. Schick sind die Gebiete auf jeden Fall. So. Ist der, das ist der. Wie viel Schaden die zwei machen und wie wenig die zwei machen. Mit den normalen Angriffen. Ich würde sagen, wir erkunden hier echt erstmal alles so ein bisschen. Bevor wir da weitergehen. Weil die Gebiete sind immer die gleichen. Also es gibt halt, sagen wir mal so, 20, 23 Quests. Und 14 Gebiete. So, und danach sind es halt immer wieder die gleichen Gebiete. Vielleicht mal bei Tag, vielleicht bei mal Nacht. Ein paar Sachen ändern sich auch auf den Gebieten. So ein paar... Es liegt halt immer an der Quest. Es gibt halt manchmal bestimmte Gegner dort. Manchmal gibt es halt komplett andere hier. Aber an sich ist es halt gleich. Und ich hoffe, dass sie das auf jeden Fall ändern am dritten Teil. Aber ansonsten... Ja, bin ich mal echt gespannt. Ich habe mich nämlich auch noch gar nicht so damit auseinandergesetzt. Das werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen. Der Hinterhalt ist ganz in der Nähe, Hawk. Haltet euch bereit. Werden wir. Was ich halt auch gerne hätte, ist... Das wird da sind uns... Ja, erstmal die hier wegmachen. Kirkwall! Ich glaube, sie haben Hilfe angefordert. Naja, die haben ja eigentlich schon recht viele Leben, die Dinger da. Ah, hier ist der Mächtigmörder. So, die machen das, die zu verdienen hier. Na, komm schon, da! Evelyn kommt auch nochmal eben vorbei. So. Für einfache Banditen waren sie gut ausgerüstet. Egal, sie sind tot und die Straße ist sicher. Informieren wir Hauptmann Jevon. Kehren wir zur Kaserne zurück, um eure Belohnung zu holen. Ja, klar.
Aber vorher will ich die hier auf jeden Fall nochmal looten. Ja, Dankeschön. So, das Gebiet verlassen. Dann laufen wir nochmal wieder zurück zu der Kaserne. Wobei wir da noch irgendwas haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 0. Rand des Bild, 10 Tasten. Ja, den normalen Fähigkeitsslots, das war schon klar, das sind die hier. Es gibt noch ein paar mehr. Aber die sind unbelegt. Die wollen uns töten! Genau, ich weiß wieder, wo wir hier sind. Was genau hier die Aufgabe ist. Das ist die Aufgabe von Flamme. Von dem Drachen. Ja, na, das vielleicht noch. Ganz am Anfang ist ja noch nicht so lange her. Bei mir wieder schon eher. Ich habe das nämlich vor einer Weile schon aufgenommen, damit ich einfach das schon mal so Playlist-mäßig, Thumbnail-mäßig, dann noch die Beschreibung, die Tags und so fertig machen kann. Habe schon mal so zwei Folgen aufgenommen und dann war erstmal eine Weile Ruhe und dann kam die Dale-Chefin. Shemlen, die Euren sind bei den Dalish nicht willkommen. Ich erwarte ja nicht Tee und Gebäck, aber ich muss mit jemandem reden. Menschen haben hier nichts verloren. Moment, das ist der, von dem die Hüterin gesprochen hat. Ein Shemlen? Ich dachte, es ging um einen Elf. Betretet das Lager. Hüterin Marothari hat auf euch gewartet. Wenn ihr Ärger macht, lernt ihr unsere Klingen kennen, Fremder. Die würde ich mir zwar gerne angucken, aber ein bisschen aus der Entfernung, ja? Marothari, ich soll euch dieses Amulett bringen. Andere Natishan-Reisende. In der Tat. Ich bin Hüterin Mary Surrey. Lasst euch ansehen. In eurem Herzen brennt ein Licht, Mensch. Lasst es nicht ausgehen. Ihr werdet es brauchen. Erzählt mir, wie euch diese Bürde zugefallen ist, Kind. Eure Wachen sagten, ihr hättet von mir gesprochen. Woher wusstet ihr von meinem Kommen? Ich habe zugehört. Dem Wind. Den Vögeln, so wie es die Jäger tun. Meinen Träumen. Und ich habe die Sterne geschaut. Überall um uns herum ist große Weisheit zu finden. Man muss sie nur zu hören wissen. Aber ich war nicht sicher. Nichts ist sicher. Nichts ist was ohne Witz. Ein Drache fiel vom Himmel, hat dunkle Brut abgefackelt und mich dann gebeten, euch dieses Amulett zu bringen. Also nichts Besonderes. Dann seid ihr vom Glück gesegnet. Ich werde zu Mythel beten, auf dass sie über euren Weg wache. Das Amulett muss zu einem Altar auf den Berggipfel gebracht werden, wo dann ein Dalish-Ritual für die Verblichenen abgehalten werden muss. Danach bringt ihr das Amulett zu mir zurück. Wenn ihr das tut, ist eure Schuld beglichen. Werdet ihr mir dieses Ritual für die Verblichenen beibringen? Ich gebe euch meine Erste an die Seite. Sie wird dafür sorgen, dass das Ritual abgehalten wird. Und ich muss euch bitten, sie danach mitzunehmen, wohin ihr auch geht. Das klingt irgendwie merkwürdig. Yep. Es ist ihr Wunsch und dem muss ich nachkommen. Merrill wartet an dem Weg auf euch, der den Berg hinaufführt. Darris Shiral. Ich glaube, ich habe es nicht hingekriegt. Unsere Bögen sind auf euch gerichtet, Shemlen. Beeilt euch mit eurem Anliegen bei der Hüterin. Ja, chill doch mal. Ich mach doch gar nichts. Still, pst. Ich bin Meister Ilen, der Borgner dieses Clans. Dazu gezwungen, so nahe bei dieser Shemlen-Stadt zu bleiben, habe ich schon zahlreiche Außenstehende in unserem Lager gesehen. Braucht ihr irgendetwas? Seid ihr auf irgendetwas spezialisiert? Was für Dinge stellt ihr her? Ein Borgner der Dalish macht vieles. Er stellt Waffen her, Rüstungen und alles, was unser Clan braucht. Okay. Ich brauche im Moment nichts. Natürlich. Ja.
So, dann gehen wir jetzt aber definitiv mal nach da oben auf diesen Berg und freuen uns unseres Lebens. Ah, noch so ein kleiner Videoschnitt, das ist toll. Da sitzt wer wahrscheinlich die Erste. Oh, ich habe euch nicht gehört. Ihr müsst derjenige sein, von dem mir die Hüterin erzählt hat. Anathera. Verzeiht, dass ich nicht nach eurem Namen gefragt habe. Es ist doch nicht unhöflich, einen Menschen nach seinem Namen zu fragen, oder? Ich bin Meryl, was ihr wahrscheinlich bereits wisst. Ich schwafle, tut mir leid. Man darf fragen. Warum verlässt du den kleinen Boom gleich als Erstes? Warum verlasst ihr die Dalish, um nach Kirkwall zu gehen? Weil ich muss. Lasst es uns bitte für den Moment dabei belassen, in Ordnung? Ihr müsst euch schon mehr anstrengen, um mich zu beleidigen. Mein Name ist Hawk. Danke. Ich fürchte, ich habe nur wenig Erfahrung mit eurer Art. Die Hüterin sagte, ihr kämet aus Ferelden. Ich habe dort den Großteil meines Lebens verbracht. Wir sind erst vor wenigen Jahren in den Norden gezogen. Seid ihr schon lange in den freien Marschen? Gefällt es euch hier? Könnte schlimmer sein. Ich vermisse die Kälte und den Dreck. Kirkwall ist mir nicht braun genug. Aber dafür gibt's keine dunkle Brut. So braun war Ferelden gar nicht. Dreck und Schlamm haben dem Land Charakter gegeben. Wir sollten gehen. Unser Ziel ist Asha Bellana und es ist nicht klug, sie warten zu lassen. Asha Bellana? Was? Stimmt es, dass ihr mich und das Amulett schon geraume Zeit erwartet? Die Hüterin brachte uns hierher, um auf euch zu warten. Mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass ihr Asha Bellanas Amulett habt. Und dass wir es zu dem Altar auf dem Berggipfel bringen müssen. Das ist alles. Ist auch das alles, das dich interessiert, ne? Bringen wir es hinter uns. Gut, dann sind wir jetzt zu 5 plus sie. Vorsicht! So, komm schon, stirb mal. Erstmal der Bogenschütze von da hinten. So ein Eisstab hat natürlich echt Vorteile. Muss ich mal so sagen. Die Hüterin erwähnte nicht, dass ihr eine Magierin seid. Wir beherrschen alle ein wenig alte Magie. Den Geschichten zufolge besaßen früher alle Elvern diese Gabe. Aber sie ging verloren. Wie so vieles andere. Die Hüterin muss erinnern, muss bewahren, so viel wie sie kann. Bitte verwandelt weiterhin Skelette in Kröten für uns. Aber ich habe nie, jedenfalls nicht buchstäblich, war mir ein Vergnügen. Na, so ein bisschen. Ich habe zwar ein wenig Kampferfahrung, aber dabei war ich stets allein. Ich versuche niemanden zu treffen. Auf unserer Seite meine ich, ich plappere schon wieder. Gehen wir. Ich versuche niemanden zu treffen. Auf unserer Seite. Mhm. Ja, ist gut. Ist klar. Das wirst du noch bereuen. Bitte bereuen. So. Der geht so weg. Der hat auch schon noch was. Wenn die den schon mal angreifen, kann ich auch mal gerne. Wir müssen auf jeden Fall auf unseren kleinen Zweck aufpassen. Ach, wie wir hier so mit zwei Stäben rumfuchteln, das sieht so geil aus. Richtiger Geschosskünstler hier. Bei Andras des Heiligen Wams. Warum sollte irgendjemand den Boden senkrecht? Hat die Hüterin also endlich jemanden gefunden, der dich von hier wegbringt? Ja. Dann erfüllt rasch eure Aufgabe, Mensch. Wir können die da nicht schnell genug loswerden. Ich wittere eine Geschichte. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Und ich werde unseren Clan retten, wider alle Vorbehalte. Was geht hier vor, Meryl? Nichts,
Lediglich Unwissenheit. Wir sollten gehen. Unwissenheit kann ja auch ein Segen sein. Heißt es doch immer. So, wir müssen da hoch. So, dann schauen wir doch mal. Ab in diesen Berg. Es tut mir leid. Ihr bekommt nicht gerade die besten Seiten der Delish zu sehen. Wir sind gute Leute, die aufeinander Acht geben.